Willkommen zurück zu No Man's Sky. Das Auto hat eine Hupe. Okay, ich bin verwundert, warum das Auto eine Hupe hat. Tut mir leid. So, wir haben irgendwo hier letztens mal Dinger gescannt. Nummer 1, okay. Damit kann ich schon mal anfangen. Das heißt, wir müssen noch mal einen Tick nach unten. So. Bisschen Kohlenstoff, Wasserstoff. So exotische Ressourcen werden wir jetzt zwar ein bisschen lieber. Huch. Habe ich aus in der Wächtereinheit getroffen. So, reines Ferrit und Staub. Obwohl ich tatsächlich sagen muss, Ferrit und Kohlenstoff sind momentan nicht so die Ressourcen, die ich brauche. Erst so diese anderen Nebenprodukte davon. Okay. Wächtereinheit deaktiviert. Okay, interessant. Unbekanntes Gebäude. Okay. Pflanze. Oh, nicht identifiziert. Okay. Oh, richtige Blitze. Scannen. So, was haben wir denn hier? Bisschen Stein. Salz, Paraffinium. Eigentlich alles nicht so erstklassig geil, muss ich sagen. Fleischige Wurzel, Feuersturm. Okay.
Übersprung und wir sind da. Speichern. Raumschiff ist da. Supi. So. Es wird nichts, aber so, was haben wir jetzt eigentlich im Questlog alles? Okay, Protokoll. Suche abbrechen. Der Außer hilft. Das müssen wir keine Raumstation angeworben. Was ist das? Das ist alles beide da hinten, okay. Schön zu wissen, dass ich wieder nach da hinten auf dem Planeten muss. Wie ich jedes Mal auf dem Planeten springe und dann merke, okay, da passt doch was nicht. Deckungen. Wir haben hier noch einen entdeckten Planeten. Okay, interessant eigentlich. Wie ist denn das überhaupt von denen? Das ist jetzt die Frage. Erstmal schön entspannt. Mir erstmal gekontert daran vorbeigeflogen sind, wo es direkt auf dem Weg war. Hier ist auch wieder so ein Punkt. Habe ich den schon kartografiert? Keine Ahnung. Einfach mal kartografieren alles.
Okay, komisch, kann ich nicht machen. Atlaspass, habe ich doch. Antimateriegehäuse, okay. Du hast mich über sowas mehr gefreut. Ja, ich stehe auch schon davor, Spiel. Schaut halt aus wie ein Wissenstein, aber es ist keiner. Schade, ich kann nur durch. Ah, Larvenkerne. So, Kisten plündern erstmal. Schon fertig. Ich weiß gar nicht, von wem das System hier kontrolliert wird. Der Planet ist so komisch, ich weiß nicht. So, auf zur Raumstation. Diesmal wirklich, hoffentlich. Ohne irgendwo wieder einen Zwischenstopp ein. Oder besser gesagt, ohne wieder irgendwas zu überspringen. Ah. Also, na, überspringen hier auch nicht. Ja, egal. Bob Hyperkern, was brauche ich dafür? Antimaterie und Sturmkristall, okay. Antimaterie und Antigehäuse, Materiegehäuse. Okay. So, gehen wir erstmal an Bord. Raumstation wieder mal. Ja, perfekt, ich bin am richtigen Dings gelandet. Handelsterminal. Ammoniak, davon haben wir nicht sehr viel auf jeden Fall, deswegen nehmen wir das auf jeden Fall mal mit. So. Keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung, was damit. Hallo, wenn ihr schon alle spielt, bitte das da auch verkaufen, das da behalten, behalten. Ich glaube, dieses ganze Zeug hat mein Auto aussehen mitgenommen. Habe ich so das dumpfe Gefühl? Oder? Ich habe ein bisschen was, aber nicht wirklich viel, muss ich gestehen. Ich glaube, es hat tatsächlich mein Auto alles. Den ganzen Scheiß, ja. Da, mein Auto hat 20 Dinger. Okay. Mission. Ja, so. Ich finde jetzt erstmal wieder den richtigen. Du könntest der richtige sein, oder? Akzeptieren. Brauchen einen neuen Fuzzi für mein Waffenterminal. Das schaut groß aus. Das ist aber nur ein B-Klasse-Transporter. Aber er schaut halt groß aus. Dafür. Handel anbieten. Was hast du da schönes? Tritium. Dioxid. Danke. Oh, schade, der ist weg. Das ist mein Raumschiff. Und was ist das? Das ist ein B-Klasse-Jäger.
Für 21.000. Was hast du da denn für einen Jäger? Zeig mir den mal ganz kurz. Hä? Okay. Ammoniak. Das ist ein A-Klasse Transporter und das ist ein A-Klasse Jäger. Warum ist dieser... Ah, okay. Schadenspotenzial. Das ist ein Shuttle der C-Klasse. Okay, interessant. Ja. Ah, jetzt ist der Transporter weg. Mist. Das ist jetzt ein Shuttle eigentlich, aber das ist nur C-Klasse Shuttle. Okay. Gold, Silber hast du. Das ist eigentlich schnell gefarmt. Du hast jetzt da ein Expedition, ein Entdeckerschiff. Das mit dem System ist echt... Also mit den Schiffarten ist, ja... Kupfer brauche ich, glaube ich, auch nicht mehr. Aber wir nehmen es jetzt einfach mal einmal mit. Das ist mir gerade immer so auffallen. Kupfer brauche ich eigentlich sowas von gar nicht. Tritium könnte ich ein bisschen gebrauchen, aber das war es auch schon. Humboldt-Antrieb. Das wär's auch noch. Aber okay. So, jetzt hat es einen neuen Erweiterungsplatz. Perfekt. Wow, das ist ein B-Klasse Jäger. Das schaut cool aus. Das ist ein B-Klasse Transporter. Du hast wieder den gleichen Scheiß mit den anderen Jägerkollegen, oder? Ja. Okay. Du hast den gleichen Scheiß wie deine Transporterkollegen. Du hast den gleichen Scheiß wie der andere Kollege da vorne. Was ist das da? Keine Ahnung. Ist weg. Der Jäger schaut aber nicht schlecht aus. Okay. Das ist ein Entdeckerschiff. So, schauen wir mal, ob hier wieder ein A-Klasse-Ding dabei ist. Das ist nur ein C-Klasse, aber der hatte schöne Industriewerte eigentlich. Egal. Ich habe eigentlich gesagt, ich will keine andere. Ich will nur noch A oder B-Klassen haben. Also momentan bin ich auf der Tour. Ich will eigentlich nur noch B oder besser haben. Ich will gar keine C mehr anheuern zurzeit. Das meiste ist halt C, was du so findest, leider.
muss sowohl zum Wissenschaftler als auch zu den anderen Prinzipien zurückkehren. Ja, gut. B-Klasse Schadenspotenzial 22. 221, okay. Dann tun wir das mal kurz hier mal ins Inventar. Ich habe jetzt auch schon unser ganzes chromatisches Metall verballert. Also zumindest. Was ein chromatisches Metall verballert? Ballert ihr das hier noch durch? Okay. Dann nehme ich das dann mal einmal das chromatische Metall noch mit und fertig. Jetzt sehe ich, dass ich hier doch einiges habe schon und bin damit eigentlich ganz zufrieden. So, was wollen wir denn am besten machen? Ein Warp-Kern oder vier Antimateriekerne? Ich glaube, die vier Antimateriekerne sind eindeutig angenehmer. Produzieren wir einfach mal kurz gleich ein bisschen was auf Vorrat. Raumschiff Treibstoff. Sternenschildbatterie. Das Warpzellen, bauen wir mal kurz den Warpzellen noch. Ein bisschen Natrium tun wir noch mit und dann brauchen wir noch Batterie. Das ist noch Kobalt. Das ist Sternenschildbatterie. Was ist bitteschön eine Sternenschildbatterie? Ah, das ist das Ding, okay. So. Das tun wir dahin und ich will ein kleines bisschen Natrium mitnehmen eigentlich. So 400 klingt ja glaube ich ganz gut. Ich will einfach immer ein bisschen was in unserem Raumschiff haben. Davon. Das gefällt mir sehr gut. Und dann auf zu unseren Typen. Das heißt, ich kann einmal zu unserem Kunst. Zu unserem Kickfreund. Daten geben. Okay.
Das Geschenk annehmen. Okay. Erstmal kurz zum Wissenschaftler zurück. Nummer Bergbaueinheit. Okay. Der will Solanium müsste ich sogar noch da haben eigentlich. Immer erst in diesen Teleporter gehen will. Es ist unglaublich. Ach so, okay. Der steht, kehre zum Aufseher zurück. Wieso kann ich nicht zurückkehren? Ah, jetzt er geht. Was ist ein Landwirtschaftsterminal? Ich merke schon, ich lerne auch jedes Mal irgendwelche neuen Sachen kennen. Was ist das denn? Landwirtschaft Spezialraum. Schallplatte besorgen.
wie viele Terminals kriege ich noch dazu eigentlich? Was ist, wenn ich... das Terminal einmal kurz... Ach so. Okay, verstehe, 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 verstehe. Ist das jetzt eigentlich tiefer als das hier oben? Ich hab hier den Teleporter, okay. Vom Kommandoraum zum Teleporter 1 frei. Da müsste... dieser Raum müsste zwei Räume weiter eigentlich sein, leider. Bewegen. Waffenterminal geht nach unten. So, immer das. So geht das Waffenterminal nach unten. Ich weiß nicht, warum das weiter tiefer angesetzt wird als die anderen Terminals. Aber ich habe dann hier jetzt meine vier Terminals alle. Vor allem, ich würde gern hier einfach so einen Freiraum haben. Diese Ecken hier stören mich. Ah. Aber ich glaube nicht, dass ich die wegbekomme, ist halt das Problem. Okay.
Transporter der Klasse B. Was ist denn eigentlich so teuer an deinem Transporter? Okay, man merkt, dass es ein Transporter ist. Aber ich glaube schon, also ich würde gerne einen Transporter haben und da wir die Units einfach haben, ich glaube, wir haben jetzt einen Transporter uns geholt. Und schlecht schaut er ja nicht aus, finde ich. Also ein Transporter optisch geil. Ist das sogar in diesem System? Also es schaut sogar aus, als wäre es in diesem System, was ich halt echt feiern würde. Ja lol, das ist ja wirklich auf diesem System. Okay. Das gefällt mir. Pyrit wieder abliefern. Schön in Ruhe. Stopp, 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 stopp. Dummy, dummy, dummy. Ah! Aua, 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 aua. Hallo? Hat jetzt hat getroffen. Zweiter Anlauf trifft. Gut so. So, wahrscheinlich habe ich hier wieder mit gar keinen einzelnen geredet. Das heißt, ich kann mit allen noch mal ein bisschen labern, schön in Ruhe. Schön Dialekt lernen. Aber das Schöne ist, wir haben jetzt tatsächlich drei Terminals besetzt. Jetzt könnte man sogar noch sein Landwirtschaftsterminal ausbauen. Ich finde es halt echt cool, was du eigentlich alles bekommst durch die Quests. C-Klasse Transporter, aber der schaut nicht so cool aus wie meiner, finde ich. Ich fand meinen Transporter cooler. Tritium. Oh. Vielleicht sollte ich jetzt nicht unbedingt weiter Sachen kaufen, wenn ich keine, wenn ich keinen Knete habe. Ja.
gehen wir mal kurz zwei Quests wieder ab. Vielleicht ein bisschen Credits wieder zu bekommen. Oder was sagt nicht Credits, nicht Units. Es sind hier Units hier in dieser Welt. Nicht Credits. Da. Ich weiß ja, wie ich an Units eigentlich rankomme. Einfach ein neues System reinspringen. Missionen einreichen. Zwei Stück. Ui, beschädigen Gegenstand bloß, das ist Wächter. Nee, abliefern hasse ich. Aber hier. Wächter eliminieren, das hat man eigentlich schnell gemacht. Ich habe einen beschädigten Gegenstand. Okay, Units waren jetzt nicht wirklich was dabei, leider. Das Uran kommt auf jeden Fall ins Raumschiff. So, Questi. Gut, dann machen wir das doch. Was ist jetzt halt los? Ein A-Klasse-Jäger. Ich drehe noch wohl. Jetzt kommt ein A-Klasse-Jäger hier rein. Wo ich mir gerade eben erst einen B-Klasse-Transporter geholt habe. Vor allem finde ich die gelben Jäger auch optisch jetzt gar nicht mal so scheiße. Geh mal wieder auf den Planeten. Auf Anhieb perfekt. Speichern und kartografieren. Dann müsste ich auch eigentlich die ganzen Dinger sammeln ohne Ende, oder? 34 Stück. Okay. Dürfte ich mir jetzt nicht sagen. Schade, aber trotzdem gut was an Geld eingebracht wieder. Verschlüsselte Navigationsdateien mitnehmen. Ah, was brauchen wir denn hier? Natrium, reines Ferrit, chromatisches Metall, magnetisches Ferrit. Ja, das ist Unterschlupf. Ich muss. Ja.
Das müssen wir jetzt auch noch irgendwann mal bauen, auf jeden Fall. Ich könnte das jetzt eigentlich auch gleich bauen. Okay. Interessant. Ich Glück habe. Sag's nicht, ich habe kein reines Ferrit. Ernsthaft? Ein magnetisches Ferrit. Habe ich noch meine Raffinerie einstellen? Ich glaube nicht mehr, oder? Nope, die habe ich nicht mehr. Schade. Ich muss eine Raffinerie bauen. Das heißt, ich brauche mal kurz 6 Metallplatten. Sehr schön, wenn das so Nanorohre. Bauen wir uns einfach mal kurz. Was steht denn dafür? Antimaterie. Okay. Einmal will ich das bauen und einmal will ich das da bauen. Perfekt. Ah, so mein Feuerschild mit Phosphor ausfüllen. Wir haben jetzt mittlerweile Phosphor und dann brauche ich noch ein bisschen reines Ferrit. Das da kommt mal kurz in meinen Exo-Anzug. Danke wegen das Verkaufen dann, wenn ich brauche ein bisschen Risi momentan. Kunststoff. So. Reines Ferrit, magnetisches Ferrit, perfekt. Ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche, habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut. Und was bist du, Schönes? Stellen wir mal in dich ein. Ach du Scheiße. Du bist halt wirklich. Ja. So. Ich dann kriegst du auf jeden Fall einmal den fortgeschrittenen Mining Laser. Brauchen wir bei dir, dann brauchen wir bei dir das Solardings. Solareinheit. Ja. Was ich die Technologie zerlegen wir mal ganz kurz. Machen wir hier die Technologie. Verschieben die nach da und dann können wir hier mal schauen, was man dann so macht. Jetzt. Ach so, ja. Dann kann man hier einmal das Kälteschutz einbauen. Hier einmal den Uranschutz. Einmal Feuerschutz und einmal Giftschutz. Dann kann man einmal. Fazit. Dann kann man noch einmal den Scan installieren und dann noch einmal. Ja, macht man halt. Scannen. Möglichst jetzt die Gebäudetypen, die vom Exofazit. Auch mal ein chromatisches Metall, Plug 9. Oh, okay. Ich glaube nicht, dass ich alles habe. Ein bisschen Phosphor bräuchte man. Deuterium und induziertes Kobalt. Das schaut schon wieder ein bisschen interessanter aus. Ich muss jetzt sagen, ich finde es cooler als das kleine Fahrzeug.
Indium? Wieso habe ich hier sogar Indium drin? Keine Ahnung. Vor allem, es hat mehr Plätze als das kleine Fahrzeug hier. Ach, schade, ich habe keinen Bock neu im Einstecken. Hermetisches Siegel. Ich glaube, das können wir aber auch bauen, oder? Ja, schau an. Können wir sogar bauen, dann passt das ganz. Domi, lese nächstes Mal bitte, wenn du was baust, wie viel du, wie oft du das brauchst. Ich habe sogar Deuterium einstecken, okay. Jetzt war ich doch leicht verwundert, dass ich Deuterium einstecken habe. Ich glaube auch nicht, dass ich Sturmkristalle einstecken habe, oder? Nope, Sturmkristalle habe ich nicht einstecken. Puck 9 fehlt nur noch. Okay, dann habe ich eigentlich alles. Wir könnten noch eine Bordkanone installieren. Dann noch diesen B-Scanner. Ich weiß zwar nicht, ob sich das lohnt, aber wir haben es zumindest. Okay, jetzt müssen wir mal kurz schauen. Koloss, Koloss, Koloss. Vor allem, ich hätte das Zeug doch einfach alles von den Auto in den Koloss schmeißen können, oder? Kommst du halt wirklich vor wie ein scheiß Koloss hierbei? Das ist schon ein anderes Liga. Das kleine Auto, aber wir werden das kleine Auto auf jeden Fall auch behalten, auch wenn wir jetzt das große haben. So. Wie war das so? Aufheben? Hui. Ah, komm ich nicht. Ich will hier ins Haus rein. Ich will ins Haus rein. Ah, so reparieren. Fahrzeugboost nicht installiert, ernsthaft? Okay. Jetzt hat schon Pech. Puck 9 bräuchten wir halt echt nur. Wo, haben wir einen in der Nähe? Da ist doch einer. Was ist das Sendeturm? Ist alles so weit weg. Wir brauchen vor allem auch nicht mehr so viel, glaube ich, mittlerweile. So, Waffen nachladen.
denn das denn für eine Krone? Hauen die ab oder was? Hey, ich habe ein paar Drohnen besiegt, ja. Ey. So, Wächter zerstört. So, töten wir nur kurz diesen Hund. Greifen die mich an oder nicht? Ist jetzt die Frage. Aua, 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 aua. Okay, sie greifen mich an, sie greifen mich an, sie greifen mich an. Da haben wir die Reparaturdrohne, die ist jetzt halt auch weg. Gut, dann ist der da auch gleich kaputt. So. Mit der Hälfte wieder weggeklatscht. Direkt, instant. So wie es sein muss. Och, Wächterklatschen macht schon Spaß hin und wieder mal. So schön zum Erkunden, eine schöne Abwechslung. Und doch ein schönes Ende, ein bisschen Wächterklatschen am Ende. Ach so, jetzt habe ich so einen Hund auch noch.
habe noch irgendwo eine Drohne, oder? Stopp. Stopp, das sind immer noch welche. Weg mit dir. Alter. Hier irgendwas auch noch eine Anzeige mit. Okay. Okay. Na dann. Wie schaut's denn aus? Wir haben einen Kampfläufer gehört, wir haben harte Antrieb für vierfaches Servo. Ja, wir haben genug Bock 9. 14 davon, 14 gebrochenes Glas. Okay, ja, das sollte doch eigentlich passen, ganz gut. Die Antimaterie können wir gleich verarbeiten. Piraten. Komm, hallo Pirat. Ja, geil. Jetzt hat er sie analysiert, okay. So. Dann sind wir tot. Echte Säule. Ich bin jetzt eigentlich dafür, dass ich kurz die Mission zurückbringe. Und danach machen wir Feierabend für diese Folge wieder. Und dann habe ich. Heute ist Dienstag. Haben wir Mittwoch und Donnerstag im Kasten. Okay, gut. Ne, ich muss nur kurz überlegen. Also für Freitag brauche ich erstmal wieder eine Folge und dann muss ich schauen, ob ich Wochenende wieder bin und dann da auch wieder aufnehmen. Okay. Ah. Da schau an. Eigentlich hatte ich nie hatte ich was anderes vor, aber egal. Jetzt haben wir das schön gemacht und ja. Bringen wir Missionen wieder zurück, 3 Stück mal schnell erledigt.
Ah, ich will eigentlich keine Quests mehr machen. Ich will, erstmal will ich keine Quests mehr machen. So. Kaufen kann ich mir auch wieder ein bisschen was mittlerweile. So, Kohlenstoff verkaufen. Dir Wasserstoff verkaufen. Das Ding verkaufen. 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 Sprengdrohne. Okay, das heben wir mal auf. Das heben wir mal auf. Das heben wir mal auf. Punkt 9. Oh, bisschen was wert. Das da verkaufen. Das da behalten. Die Larvenkerne können wir verkaufen. Das ist schön. Und was ist das denn? Irgendwelche Servos aus Wächterdrohnen, okay. Gekredite. Das behalten wir auf jeden Fall. Das brauche ich. Okay, dann heben wir das auch mal auf. Das ist auch relevant. Das behalte ich im Inventar. Wieso auch immer ich noch Kohlenstoff habe, das weiß ich gerade eben nicht. Da haben wir fast wieder 1 Million gemacht. Das passt. Bisschen Ansehen bei den Händlern hier gewonnen. Also bisschen Ansehen bei den Gilden halt. Jetzt noch schnell die 2-3 Module verballern und dann ja. Module Sop. Minotaurus Kanone, Minotaurus Laser, Antrieb, 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 Exofahrzeug, Laser. Ja, das da bräuchte ich, aber das wird wahrscheinlich nur scheiße sein. Wenn ich das jetzt öffne, werde ich mich wahrscheinlich gleich freuen, dass ich für 60 Nanit ausgegeben habe. Was haben wir hier? Oh, kann ich jetzt nicht installieren? Ich habe ja kein Fahrzeug da, ich hält. Aber okay, ich würde sagen, wir beenden das hier auf dieser. Haben wir hier? B-Klasse. Haben wir hier auch ein B-Klasse wie uns das wollen, aber. Das schaut halt schon geil aus. Ich weiß nicht, das schaut halt geil aus als das Schiff. Oh, das Schiff ist weg. Egal. Das ist ja das. So ein Schiff, was wir jetzt haben, finde ich, weiß nicht, finde ich optisch halt irgendwie geil. Die Angebote bei euch haben sich auch nicht geändert, oder? Reines Ferry, Parfümium. Parfümium nehmen wir mal mit. Chromatisches Metall kriegen wir eigentlich von Masse hinterhergeschmissen. Ja, Kabelbäume können wir mal wieder ein paar nachkaufen, habe ich das Gefühl. Und das ist genau, wenn Domi kein Geld mehr hat, nicht Kabelbäume nachkaufen. Egal. Haben wieder 21 Stück und damit würde ich auch sagen, wir beenden hier seit neben unserem schönen Raumschiff und diesen B-Jäger. Der schaut auch cool aus, weiß nicht, das ist so ein Modell, wo mir gefällt. Wir haben ja momentan unseren Solarsegler und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein, ciao ciao Leute.